Nach 5 Bänden Schwert und Krone nehme ich mir erstmal eine Auszeit vom Mittelalter und gehe, man sieht es schon an diesem Gewand, zurück ins Jahr 1815 und dann in die Zeit der Restauration. Ich bin von Lesern oft gefragt worden, ob ich nicht mal die Geschichte von Henriette und Felix zu Ende erzählen möchte. Als Liebesgeschichte hätte es für mich keinen Reiz. Aber wenn man jetzt diese beiden jungen, vom Krieg traumatisierten Menschen in dieses gesellschaftliche Umfeld stellt und zeigt, was macht der Krieg mit den Menschen, und wenn man dann zeigt, was darauf passiert, alle denken, der Krieg ist vorbei, jetzt kommen bessere Zeiten, es soll Fröhlichkeit und Jubel herrschen und dann kommt die Restauration. Alle Reformen werden zurückgenommen, die Zensur wird verschärft, was besonders Henriette sehr hart trifft, aber auch für ihren Oheim, der in Freiberg Buchhändler und Verleger ist, eine Bedrohung ist. Und die Frauen werden wieder ins Korsett gezwängt. Also sinnbildlich und auch im direkten Sinn in Korsett und Reifrock und damit eingeengt. Im Gegensatz zu 1813 Kriegsfeuer und 1815 Blutfrieden erzähle ich hier nicht aus der Perspektive der Generäle und der Könige, sondern bleibe ganz nah bei meiner jungen Heldin und zeige, wie sie jetzt in diesen schwierigen Umständen und mit ihren Erfahrungen ihren Weg finden muss. Sie steht auch unter starkem gesellschaftlichen Druck, nicht nur die aufgesetzte Fröhlichkeit zu teilen, trotz ihrer traumatischen Erfahrung. Sie steht auch stark unter dem gesellschaftlichen Druck, sich als junge Witwe wieder zu vermählen für ihren gesellschaftlichen Status, aber auch, um finanziell abgesichert zu sein. Es ist aber diese Zeit auch gleichzeitig eine Epoche, in der sich Frauen zunehmend durchsetzen und behaupten als Künstlerin, als Malerin, als Schriftstellerin, als Musikerin. Da wird Henriette im Verlauf der Geschichte einige interessante Persönlichkeiten aus unserer deutschen Kunst- und Kulturszene treffen. Es wird auch nicht nur traurig und dramatisch und wehmütig. Es gibt auch sehr lustige und fröhliche Szenen. Wir haben so ein bisschen das Motto, Jane Austen trifft Metternich. Das ist schon mal ein kleiner Vorausblick auf mein neues Buch, Die zerbrochene Feder.